bin Michael Schmidt, ich bin von der Grünen Bildungswerkstatt Wien und habe hier am Podium drei Expertinnen zum Thema. Eva Cicic, Bundesrätin der Grünen und Sprecherin der Grünen Frau Wien. Gabriele Michalitsch, Professorin für internationale Politik am Institut für Politikwissenschaft der Uni Wien. Und Ingrid Moritz, die Leiterin der Abteilung für Frau- und Familienpolitik in der Arbeiterkammer. Die Grünen Frauen Wien haben ein sehr spannendes neues Papier zum Thema Wirtschaft gemacht, und zwar Wirtschaft aus einer feministischen Perspektive. Nach meinem Wissen das erste Mal, dass aus einer politischen Partei Wirtschaft aus einer klar frauen- und feministisch orientierten Perspektive betrachtet wird. Und genau damit wollen wir uns heute auseinandersetzen. Die Symptome der wirtschaftlichen Diskriminierung sind also vielfältig. Wie erwähnt, Frauen verdienen weniger als Männer. In Österreich sind das 23%, europaweit 16%. Dafür gibt es natürlich eine Reihe von Ursachen, und das liegt jetzt nicht nur an der hohen Teilzeitrate in Österreich. Diese beträgt 46%, im EU-Durchschnitt sind es 30%. Frauen werden auch grundsätzlich niedriger eingestuft, sie haben weniger Aufstiegschancen, Zulagen, Überstunden sind ein großes Thema und die sogenannten Frauenbranchen, auch das wissen wir, sind generell schlechter bezahlt. In Wien sind 44% der Frauen atypisch beschäftigt und dementsprechend auch armutsgefährdet, und das trifft vor allem in hohem Maße auch Alleinerzieherinnen zu. Mit zunehmendem Alter, auch das wissen wir, nimmt das alles noch zu, nicht nur die Diskriminierung am Arbeitsmarkt, sondern auch die Altersarmut bei Frauen ist sehr weit verbreitet. Aufgrund dessen haben Frauen, das hat ja alles Folgekonsequenzen, eine geringere Kaufkraft und damit natürlich auch einen geringeren Zugang zum sogenannten Markt, können also weniger von dieser sogenannten freien Marktwirtschaft profitieren. Dann kommt natürlich auch noch dazu, dass in den ganzen Entscheidungsgremien nach wie vor Männer an den Schalthebeln sitzen, Frauen hier sozusagen auch nicht zu denen gehören, die darüber entscheiden, was politisch an Maßnahmen getroffen wird. Und das wissen auch viele nicht, nicht nur 2/3 der unbezahlten Arbeit wird von Frauen geleistet, sondern wenn man unbezahlte und bezahlte Arbeit zusammenrechnet, dann arbeiten Frauen im Schnitt 40% mehr als Männer. Oft wird eben dabei sichtbar, was du eingangs gesagt hast, dass das Wirtschaftssystem eigentlich nur am Wirtschaftsverständnis eines weißen Mannes orientiert sein kann. Die Lebensrealitäten von Frauen sind hier nicht nur erfasst und beachtet, sondern auch die ganzen Bereiche, die vor allem Frauen betreffen, wie soziale Sorge, Familien oder auch Reproduktionsarbeit, in denen eben vor allem Frauen tätig sind, werden unterbewertet, unterbezahlt. Bis heute bestimmen auch die Theorien männlicher Ökonomen, dazu wird sicher Gabriele Michalitsch später noch eingehen, das weltweite Wirtschaftsgeschehen, und wie ich schon vorher erwähnt, sitzen genau an diesen Schalthebeln vorwiegend nach wie vor Männer, die eben zu diesen patriarchal ausbeuterischen Systemen natürlich auch noch beitragen bzw. dazu beitragen, dass sich genau diese reproduzieren. Allein die Ausgestaltung der Arbeitszeit, das ist, glaube ich, ein Bereich, auf den wir heute besonderen Fokus auch legen, hat enorme Auswirkungen auf die Geschlechterverhältnisse. Wir wissen, dass sich eine Verlängerung der Arbeitszeit natürlich einer gerechten Verteilung zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit entgegenwirkt und diese traditionellen Geschlechterrollen umso mehr verstärkt. Das heißt, die Ausweitung der Arbeitszeit führt nicht nur zu individueller Zeitnot, sondern verunmöglicht eben gerechte Vereinbarkeit, während eben andere nur geringfügige Arbeit finden oder eben auf Teilzeitarbeit angewiesen sind.
Was wir also grundsätzlich brauchen nach dieser kurzen Analyse ist mehr Gerechtigkeit. Wir brauchen eine Umverteilung von Zeit, Geld und Vermögen. Wir brauchen auch eine gerechte Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit. Das ist mal nichts Neues. Auch die Forderung nach einer Reduktion der Arbeitszeit ist, glaube ich, nicht Neues und wird auch zum Glück wieder jetzt eigentlich nach 40 Jahren könnte man sagen, weil so lange ist es her, dass die 40-Stunden-Woche eingeführt wurde, wird jetzt derzeit wieder verstärkt diskutiert. Das sind insofern alles eben aktuelle Forderungen, als dass die derzeitigen Lösungsansätze in der Wirtschaftskrise die Situation von Frauen eben noch weiter verschlechtern. Frauen, das wissen wir auch, nehmen immer mehr schlecht bezahlte Jobs an oder sind darauf angewiesen. Teilzeit habe ich schon erwähnt und die Atomisierung von Beschäftigung sind große Themen. Einkommen, soziale Sicherheit sinken und Armutsgefährdung, auch schon erwähnt, steigt weiter an. Dafür wird versucht, um das auszugleichen, um das zu kompensieren oder wenn man keine besseren Lösungsansätze findet, genau diese Verluste an Haushaltseinkommen durch mehr unbezahlte Arbeit, Frauenarbeit auszugleichen. So gesehen ist es eigentlich schon höchste Zeit oder lang schon höchste Zeit, der verfassungsmäßig gebotenen Gleichbehandlung, die wir ja festgeschrieben haben, genauso wie der EU-mäßigen Gleichstellungspolitik gerecht zu werden. Neben der gleichen, also neben gleicher Bezahlung für gleiche Arbeit sowie gerechter Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit, Einkommen und Zeit, bräuchten wir die erwähnte Arbeitszeitverkürzung, wir wollen noch Lohnausgleich für die unteren Einkommen. Wir bräuchten eine Steuerreform zugunsten von Frauen und öffentlicher Infrastruktur. Geld versus Sachleistungen werden vielleicht heute auch noch Thema sein. Wir bräuchten auch eine Reformierung der Mindestsicherung. Wir bräuchten wirklich endlich echtes Gender Budgeting, auch ein Riesenthema, wenn man sich anschaut, wie hier die Gelder verteilt werden. Und da ist der Sportbereich sicher, wie du Fußball erwähnt hast, nicht der einzige Bereich, wo das besonders sichtbar wird, sondern wir brauchen auch natürlich steuerliche Maßnahmen zur Überwindung der gläsernen Decke und auch Einführung von Frauenquoten für Entscheidungsgremien, für Politik und für Wirtschaft und auch für Wissenschaft. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Gut, danke. Okay. Ich habe in den 80er Jahren an der Wirtschaftsuni studiert. Da sind Männer und Frauen nicht so explizit vorgekommen. Da gab es nutzenmaximierende Individuen. Und wenn diese Individuen ihren Nutzen maximieren, dann stellt sich automatisch das erwünschte Gleichgewicht ein. Hat man mir so erklärt. Ich könnte mir vorstellen, dass sich inzwischen im Universitätsbereich ein bisschen was weiterentwickelt hat. Oder? Naja, ich nehme schon an, dass sich da was weiterentwickelt hat, aber nicht in die Richtung, die Sie erwarten, nehme ich mal an. Nein, es ist tatsächlich so, dass die Dominanz dieser Theorie, dieses Ansatzes, den Sie ansprechen, nämlich der Neoklassik in den Wirtschaftswissenschaften gegenüber den 1980er Jahren zugenommen hat. Eine Dominanz, die sich darin artikuliert, dass insbesondere Theorie Geschichte und damit die Einsicht in die Variabilität von ökonomischen Theorien, deren Veränderung eben über die Zeit und ähnliches, dass das gänzlich rausgefallen, fast ganz rausgefallen ist und künftig noch mehr rausfallen wird aus dem Studium und dass im Wesentlichen auch das Wenige an alternativen Ansätzen zur Neoklassik, nämlich Keynesianismus, Marxismus, Institutionalismus, dass das eigentlich auch kaum mehr präsent ist. Also, dass wir in der ökonomischen Theorie, jedenfalls in der Lehre, aber ich würde sagen, das geht weit über die Lehre hinaus, eine ganz, ganz massive Dominanz eines Paradigmas, in dem Fall scheint mir der Terminus Paradigma durchaus angebracht, haben. Ein herrschendes Paradigma, das im Wesentlichen Grundlagen
für neoliberale Politik formuliert und dass eben diese Thesen des individuellen, rationalen, nutzenmaximierenden Verhaltens grundlegt und vom einzelnen Wirtschaftssubjekt als entsprechend Kosten-Nutzen kalkulierendes und in diesem Sinne rational entscheidendes ausgeht. Das heißt, und das scheint mir wesentlich, und damit sozusagen komme ich ein bisschen weg von diesem Theoriehorizont, mit einer solchen Perspektive, mit einer solchen neoklassischen Perspektive verbindet sich zwangsläufig Individualismus. Das heißt, eine strukturelle Betrachtungsweise ist innerhalb dieses theoretischen Horizonts nicht möglich. Ja, eine strukturelle Betrachtungsweise im Hinblick auf Macht- und Herrschaftsverhältnisse, im Hinblick auf grundlegende Spaltungen in der Gesellschaft, also feministische oder marxistische oder auch andere kritische Theorieansätze sind tatsächlich von den Grundannahmen her, von denen sie ausgehen, völlig unvereinbar mit der Neoklassik. Ich würde gerne in diesem Eingangsstatement eine solche strukturell orientierte Perspektive im Hinblick auf die Frage von Geschlechterverhältnissen als politökonomische Macht- und Herrschaftsverhältnisse reflektieren. Ich würde gerne darauf hinweisen zunächst, dass wenn die Kollegin das Bruttoinlandsprodukt angesprochen hat und die Problematiken, die damit verbunden sind, die hier weit über das hinausgeht, was jetzt angedeutet, dass im Hinblick auf die Frage einer feministischen Ökonomie insbesondere relevant ist, dass viele Formen von Arbeit, die primär von Frauen erbracht werden, eben nicht ins Bruttoinlandsprodukt eingehen. Das heißt, wir haben all die genannte Sorgearbeit, die unbezahlte Versorgungsarbeit im sogenannten privaten, im privaten Haushalt einerseits, wir haben die ehrenamtliche Arbeit, wir haben die informelle Arbeit, die ja auch zunehmend feminisiert wurde in den letzten beiden Dekaden, insbesondere im Pflegebereich etwa. Und da sehen Sie eben auch, wie solche Arbeit an Veränderungen im öffentlichen Dienstleistungsangebot gekoppelt ist. Wenn Pflegedienste zurückgenommen werden, bedeutet das quasi automatisch, dass informelle Pflege- und Betreuungsarbeit zunimmt. Also all diese Formen von Arbeit, die primär von Frauen erbracht werden, sind nicht im Bruttoinlandsprodukt sichtbar. Sie kommen nicht zum Ausdruck. Das ist eine Facette dessen, was das Bruttoinlandsprodukt als Wohlstandsindikator so problematisch macht. Das heißt, eine zentrale Problematik, mit der wir uns im Kontext feministischer Ökonomik natürlich beschäftigen, ist die Frage, was wird als Arbeit anerkannt? Welche Formen der Arbeit sind gesellschaftlich relevant, werden gesellschaftlich als Arbeit überhaupt thematisiert und nicht bloß als Liebesdienst oder als gleichsam natürliche Pflicht oder Ähnliches? Mit dem Faktor Arbeit verbunden ist aber auf der anderen Seite eben Kapital. Ich denke, dass wir diesen Marxischen Hinweis auf die Spaltung zwischen Arbeit und Kapital im Hinblick oder basierend auf der Verfügungsgewalt über Produktionsmittel, dass wir das auch im Kontext von Geschlechterverhältnissen ganz zentral sehen müssen. Die Implikationen dieser Spaltung, also diese Spaltung von Arbeit und Kapital, ist auch eine zwischen den Geschlechtern. Ich möchte in diesem Zusammenhang nur darauf verweisen, dass zwar in Österreich mittlerweile etwa ein Drittel der Unternehmerinnen und Unternehmer
Das heißt schon in der Definition, in der Klassifikation von Unternehmertum versus Kapitalist eben, ja, haben wir ganz massiv verschleiernde Tendenzen zu beobachten, weil eben Unternehmertum in dem Sinn nicht mit Kapital gleichgesetzt werden kann. Und der Begriff des Unternehmens aber quasi völlig undifferenziert, universalisiert wurde in den letzten Jahren. Wir sind ja überall mittlerweile, oder sollen überall unternehmerisch tätig werden. Sie kennen das Selbstunternehmertum etc. Das heißt, Kleinst- und Kleinunternehmen charakterisieren weibliche Unternehmerschaft mit einem Jahresumsatz von unter 1 Million Euro. Das ist sozusagen für 95% der weiblichen Unternehmen charakteristisch. Auf der anderen Seite eben der Faktor Arbeit, der in vielfacher Hinsicht gespalten ist, der insbesondere, und ich möchte in diesem Zusammenhang auf drei zentrale Spaltungen im Bereich der Erwerbsarbeit, also nur der Erwerbsarbeit, hinweisen. Einerseits, sie wurde schon angesprochen, aber ich möchte sie noch einmal hervorheben. Einerseits das, was man als horizontale Segregation bezeichnet, die Segregation nach Branchen, die in geradezu verblüffend hohem Maße kongruent ist mit der Entlohnung in diesen Branchen, also die Geschlechterbesetzung und die Entlohnung in diesem Bereich. Das ist sozusagen ein ganz wesentliches und seit Jahrzehnten unverändertes Charakteristikum des österreichischen und nicht nur des österreichischen Arbeitsmarktes. Das zweite, meines Erachtens zentrale Charakteristikum im Hinblick auf Geschlechtersegregation am Arbeitsmarkt, ist das, was man mit vertikaler Segregation bezeichnet, also die Segregation in der beruflichen Hierarchie. Das ist wohl allgemein bekannt, dass je höher Sie in der beruflichen Hierarchie kommen, umso geringer wird die Frauenanteil. Auch das wurde angesprochen. Und der dritte Faktor, Prekarisierung, Atypisierung von Beschäftigung, also Verschiebung insbesondere weiblicher Beschäftigter in atypische, insbesondere prekäre Arbeitsverhältnisse. Und das heißt, dass soziale Sicherung und Erwerbsarbeit zunehmend auseinanderfallen. Und wenn vorher gesagt wurde, die Teilzeitrate von Frauen liegt bei 44%, kann man das aber auch anders formulieren, nämlich 85% der Teilzeitbeschäftigten sind Frauen. Ja, das klingt vielleicht auch etwas anders. Also, ich denke, dieses Phänomen, dass Erwerbsarbeit immer weniger Existenzsicherung bedeutet, dass Erwerbsarbeit auf der einen Seite und Existenzsicherung auf der anderen Seite immer mehr auseinanderklappt. Das ist wohl eines der ganz brennenden Phänomene gegenwärtig. Und das verbindet sich auch damit, dass in der Armutsstatistik zwischenzeitlich nicht nur die alleinlebenden Pensionistinnen als besonders armutsgefährdete Gruppe aufscheinen, sondern auch die alleinlebenden erwerbstätigen Frauen. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig zu sehen. Es braucht nicht das Alter quasi, um in der Armut zu enden, sondern die Armut begleitet das ganze Leben von alleinlebenden Frauen. Auch das im Wesentlichen eine Frage der Statistik, weil im Allgemeinen im Hinblick auf die Armutsdaten eben Haushaltseinkommen zugrunde gelegt werden und angenommen wird, dass innerhalb des Haushalts das Einkommen gleich verteilt wird zwischen den einzelnen Personen. Daher wird diese Armut von Frauen nur sichtbar, wenn sie allein leben, also Ein-Personen-Haushalte in dem Sinn darstellen. Also Sie sehen natürlich hier, das ist nur ein Hinweis, man könnte sehr viel auch über die Arbeitslosendaten oder Ähnliches sagen,
wie Statistik unsichtbar bzw. sichtbar macht, wie sie unsere Aufmerksamkeit auf spezifische Faktoren lenkt und in dem Sinn in hohem Maße in sich politisch ist und durchaus manipulativ auch eingesetzt wird und vor allem werden kann. Also dieses beliebte Spiel mit der Statistik. Ich möchte aber abschließend, damit ich nicht ganz so lang werde, auf einen Aspekt noch verweisen, der mir besonders wichtig erscheint. Wenn ich diese Spaltung von Arbeit und Kapital thematisiere, fügt sich daran eine ganz spezifische Form der Produktion von Männlichkeit und Weiblichkeit, also von Geschlechterentwürfen. Das heißt, im Kontext von Kapital haben wir es in hohem Maße auch mit Entscheidungen darüber, wie Männlichkeit und Weiblichkeit hergestellt werden, welche Entwürfe von Männlichkeit und Weiblichkeit in einer Gesellschaft popularisiert werden, dominant werden, hegemonial werden, zu tun. Ich meine damit insbesondere das kulturindustrielle Kapital. Also das, was Adorno und Horkheim als Kulturindustrie bezeichnet haben, im Wesentlichen, sagen wir, kulturelle Produktion, die aber nicht Kunst im engeren Sinn darstellt. Also ich würde sagen, nach heutigen Maßstäben wäre auch der gesamte Bereich der Werbung, in hohem Maße Verkauf, PR etc., dem letztlich zuzurechnen. Creative Industries in dem Sinn würde ich da durchaus hinzunehmen. Und da sehen wir doch in hohem Maße, wie Geschlechterentwürfe mit der Produktion verkoppelt sind. Also mit der Warenproduktion und der Dienstleistungsproduktion. Und von daher eben in hohem Maße auf Gesellschaft wirken. Und ich würde sagen, die zunehmende Militarisierung auch des bestehenden Männlichkeitsentwurfs und die hohe Sexualisierung von Weiblichkeit sind in diesem kulturindustriellen Kontext zu verstehen und von daher eben als Frage von Kapital, als Frage der Verfügung über Kapital und daher auch als ökonomische Frage sehr, sehr viel stärker zu thematisieren. Es geht meines Erachtens eben nicht bloß und Anführungszeichen um sexistische Geschlechterverhältnisse oder ähnliches, sondern oder Sexismus als Alltagspraktik, sondern als Strategie der Produktion, also in dem Sinn auch als ökonomische Frage. Und ja, ich denke, dass diese Faktoren, und damit möchte ich fürs Erste schließen, die Spaltung zwischen Arbeit und Kapital, die eben auch eine zwischen den Geschlechtern ist, die Produktion von Geschlecht qua Kapital, nämlich insbesondere über die Kulturindustrie, und die Ausgrenzung von verschiedensten Formen von Arbeit aus dem Bereich des gesellschaftlich sichtbaren und als relevant erachteten, ökonomisch relevant erachteten, dass das zentrale Faktoren der Reproduktion von Geschlechterverhältnissen als binär hierarchische, als Macht- und Herrschaftsverhältnisse darstellen. Ich würde jetzt gerne auch zur Grundsatzfrage kommen, was so ein Wirtschaftskonzept aus feministischer Sicht anders bedeuten würde und das anhand von drei Dimensionen überlegen. Das eine ist sozusagen, wie Eva und Daniela auch schon gesagt, sozusagen, was wir als Wirtschaft überhaupt erfasst, welche Arbeiten sind inkludiert, und da ist natürlich der entscheidende Knackpunkt die Arbeiten, die teils bezahlt und teils unbezahlt verrichtet werden, insbesondere im Bereich der sozialen Dienstleistungen, also das betrifft Kinderbetreuung und Pflege. Hier sehen wir ja, ich meine, es ist ein ewiger Kampf, sozusagen eine bessere Infrastruktur in der Kinderbetreuung, wo es dann immer heißt, sozusagen, was kann man sich leisten, also wo man, also einerseits
die Grundthemen wie die Öffnungszeiten, ausreichendes Angebot, das ist halt, wenn man arbeitslos ist, ist es nicht gesichert, dass man einen Betreuungsplatz tatsächlich bekommt. Es geht auch um die Qualitätsdimension, dass man noch immer, also sozusagen das pädagogische Personal in Kinderbetreuungseinrichtungen nicht akademisch ausgebildet ist, das ist sicher auch mit deswegen, weil es ja auch von den Kosten, andere Kosten bedeuten würde, wenn man akademische Ausbildung hat, aber sozusagen Kleinkind, Frühförderung wäre an sich genauso akademische Ausbildung. Wir haben einen Betreuungsschlüssel, der die Förderung von Kindern sehr erschwert, weil es eigentlich ein Managen ist und äußerst anspruchsvolle Arbeitsbedingungen. Wir haben uns vor kurzem in einer Studie beschäftigt mit den Arbeitsbedingungen von eigentlich nur Frauen, weil wir Männer nicht gefunden haben der Kinderbetreuung und sehen, dass das enorm belastend ist, so vieles gleichzeitig zu tun und gleichzeitig wird diese Arbeit schlecht bewertet. Ein ähnliches Bild haben wir im Bereich der Pflege, wo sehr viel unbezahlt erbracht wird, wo Frauen ihre Männer zu Hause pflegen, wo dieses Dogma ist, sozusagen Pflege zu Hause ist die beste Pflege. Und sozusagen vor kurzem haben wir diskutiert, was heißt es eigentlich auf die Frauen, wenn sie zuerst die Männer pflegen, wer pflegt sie? Auch hier ist diese Frage, und sozusagen, wo auch äußerst prekäre Zustände sind, wo ich am Schluss nochmal drauf kommen möchte, nämlich in der Arbeitsorganisation. Wir haben es jetzt, wir sehen es jetzt in der ganzen Frage Flüchtlingspolitik, Integrationsarbeit, wo sehr viel an unbezahlter Arbeit verrichtet wird und eigentlich sehr viel notwendig wäre. Wir haben es in vielen Dimensionen sozialer Arbeit, was ganz viel ins Private verlagert wird, wenn Menschen Probleme haben, sei es mit Sucht, hier wird auch sehr viel im Privaten verlangt und das sozusagen macht natürlich auch was aus auf diese Frage einer feministischen Wirtschaft. Ich denke, das würde dann einfach ganz anders abgebildet werden. Und derzeit haben wir gerade unter dem Vorzeichen der Wirtschaftskrise immer einen enormen Druck der Engpässe der öffentlichen Haushalte und wo das sehr, sehr schwierig ist zu finanzieren und genau diese Sektoren noch immer als Ausgaben betrachtet werden und nicht als Investitionen wie Bau, Straßen etc. Also sozusagen, es wird auch ökonomisch und in der gesamten Ökonomie anders betrachtet, obwohl das zum Teil aufbricht und sozusagen hinterfragt wird, ob das nicht genauso Ökonomie ist. Aber es ist natürlich auch gleich ein Argument, dass alles ökonomisch argumentiert werden muss mittlerweile. Ja? Also sozusagen, es muss immer der Logik entsprechen. Das ist so die eine Dimension von einem sozusagen feministischen Wirtschaftskonzept, dass sozusagen was als Arbeit einfließt, einfach sich deutlich verschieben würde. Und da könnte man anknüpfen, sage ich immer, an die 20er Jahre durchaus weiterdenken, was an Hausarbeit möglicherweise auf innovative Art und Weise vergesellschaftet werden könnte. Aber ich meine, da muss man den Boden nochmal wieder aufbereiten, dass man sozusagen keine Ahnung in der Gegend das Essen und sozusagen was es sonst an Hausarbeiten gibt, möglicherweise einiges anders organisiert werden könnte und auch entwickelt werden müsste. Eine andere Dimension ist sozusagen diese bezahlte, unbezahlte Arbeit bringt auch ganz massiv mit ein in die Arbeitswelt. Es ist nämlich als sozusagen es wird als Widerspruch aufgefasst, sozusagen, dass Menschen Betreuungspflichten haben. Und diese Menschen sind meistens Frauen, die das sozusagen mitbringen, und das ist ein Startnachteil. Ja? Jene, die sozusagen sich darum kümmern müssen, um Kinder, Angehörige, sozusagen haben hier Nachteile und das hat natürlich mit dieser wirtschaftlichen Logik des Wettbewerbs zu tun, wo alles untergeordnet ist und sozusagen und immer dieser Form ist. Und derzeit erleben Frauen das als ein Spannungsfeld, das sie eigentlich privat aushalten müssen und privat austragen müssen und sozusagen das keine strukturellen Rahmen findet und ich würde meinen, in einer feministischen Wirtschaft wird das anders gelöst. Also dann ist das nicht ein
privat zu erbringende Spannungsfeld, das man auflösen muss, sondern es gibt entweder die Infrastruktur, dass man sozusagen eben so in der Wirtschaft arbeiten kann, wie es vielleicht benötigt wird, oder es gibt Arbeitsbedingungen, die auf das Rücksicht nehmen. Ja? Und jetzt haben wir beides sozusagen, was sich die Einzelnen selber überlegen müssen. Und ein Punkt, den ich sozusagen noch bringen möchte, ist nämlich die Frage der Arbeitsorganisation einleitet zu dem mit Führung. Also ich glaube, in einer feministischen Wirtschaft würde sich auch die Frage von Führung anders stellen. Es wären mehr Frauen in Führungspositionen, würden mehr entscheiden. Es hätte auch eine andere Auswirkung, möglicherweise auch auf das, dass nicht so die Einzelentscheidungen, sondern mehr Teamentscheidungen getroffen werden. Und sozusagen spannend fände ich bei einem feministischen Wirtschaftskonzept auch, die Frage der Organisation anders zu reflektieren und möchte da ein Beispiel bringen, nämlich die Pflege am Beispiel Hollands. Die haben bei einer Veranstaltung vor ein paar Monaten in Wien gehabt, die haben sozusagen vor dem Hintergrund die mobile Pflege erbracht durch Krankenschwestern, muss immer dokumentiert werden, alles wird kleinteilig zerstückelt, es wird genau gesagt, wie viel Zeiteinheit gibt es für Verbandwechsel, für Waschen etc. Und die Krankenschwestern sind vor einigen Jahren auf die Palme gegangen und haben gesagt, sie arbeiten so nicht mehr. Und haben begonnen, das alles zu organisieren. Und in Holland hat es gegeben, so im Kretzel Organisation von Pflege. Und das haben sie dieses System wieder aufgegriffen und immer so 10 bis 12 Krankenschwestern, Krankenpfleger gemeinsam sozusagen. Und zwar ohne diese große Kontrolle und ohne diese Auflagen, die es ja immer mehr gibt und die wir ja auch erleben bei den Arbeitsbedingungen im Dienstleistungssektor, der ja zunehmend dieser ökonomischen Logik folgt, dass man sozusagen alles dokumentieren muss und alles kleinteilig gezählt wird oder Beratungsstellen oder alle möglichen Einrichtungen leiden ja darunter. Und die haben, denen ist es gelungen, sozusagen das anders zu organisieren. Und das zum Beispiel bei der Pflege so, wurde uns geschildert, dass am Anfang läutet man vielleicht mal bei den Nachbarn an und fragt, naja, was haben die dafür, sozusagen, was könnten denn die da beisteuern? Oder pflegebedürftige Person geht nicht mehr in die Gesellschaft, weil sie die Haare nicht mehr passen und sie fühlt sich ungepflegt und dann macht die Krankenschwester einen Termin mit dem Friseur aus und also sozusagen betrachtet die Person ganzheitlich. Und dieses System ist dermaßen erfolgreich, dass mittlerweile in Holland 10.000 Menschen in diesem System arbeiten. Also das hat klein begonnen und ist mittlerweile das größte Modell und sozusagen es wird diskutiert, das auch im Lehrerbereich, in anderen Bereichen anzuwenden. Und ich habe das deswegen erzählt, weil ich mir denke, wir haben zunehmend eine Arbeitssituation, die von Dokumentieren, von Zählen, von Kontrolle im Handel, wo Sie das auch erzählt haben, organisiert ist und zunehmend die Menschen entfremdet werden, ihre Kompetenzen, also es werden eigentlich auch in ihren Kompetenzen entmachtet. Und ich finde, in einer feministischen Ökonomie gehört das auch wieder, dass die Personen, die die Arbeit verrichten, auch darüber entscheiden, was sinnvoll ist. Ja? Also, dass man das wieder, oder nicht wieder, dass man das jedenfalls auch stärker in den Fokus hat, auf das zu achten. Und ja, das finde ich einfach auch einen wichtigen Aspekt. Und da gibt es mittlerweile auch eine Bewegung von verschiedensten Unternehmen, die sozusagen in die Richtung, also durchaus sehr große Unternehmen, die sagen, okay, sie stellen die Organisation um, weg mit den starken Hierarchien und einfach viel mehr Entscheidung bei den Beschäftigten. Und ich denke mal, das finde ich eine ganz spannende Bewegung, der man auch nachgehen soll und die gegenübersteht mit dem, dass man irgendwie nur mehr Vorgabe nach Zielen hat und ob die Ziele sinnvoll sind oder nicht. AMS ist übrigens auch sowas, wo das immer wieder ein Thema ist, stark zielgeleitet und ich glaube, man kann es anders steuern und den Menschen mehr wieder in die Verantwortung bringen. Ich weiß nicht, ob es feministische, aber es ist jedenfalls eine Ökonomie, die den Menschen mehr ins Zentrum stellt. Es sind jetzt viele Anregungen, auch Fragen aufgetaucht. Jetzt leite ich mal das an die Politik weiter. Zwei Bereiche.
sehr bemerkenswert fand, war der Hinweis, dass Sexismus als Strategie der Produktion eingesetzt wird. Das ist die erste Frage. Was kann die Politik da dagegen tun, dass dieses System wieder aufgebrochen wird? Zweite Frage in der Politik, ist jetzt gerade aufgebrochen oder aufgekommen. Es gibt offenkundig immer wieder dieses Primat der leeren Kassen. Deswegen kann man den Kindergärtnerinnen nicht so viel zahlen, deswegen kann man Volksschullehrerinnen nicht so gut bezahlen, Pflegerinnen nicht so gut bezahlen. Jetzt hat unlängst der Herr Droskozil geschrieben, er möchte doch wieder mehr Militärmusik haben und neue Kasernen. Kein Problem, kriegt er. Gibt offenkundig genug Geld für sowas. Ich sehe ein bisschen ein Ungleichverhältnis. Wie sieht das die Politik, die hier sitzt? Genauso. Ich glaube, das ist genau das Hauptthema. Ich glaube grundsätzlich, dass dieser Slogan, wenn du die 20er Jahre, Ingrid, erwähnt hast, der Slogan aus den 70er Jahren, das Private ist politisch, ist, glaube ich, nach wie vor nicht abgedroschen. Im Gegenteil. Ich glaube, das, was ihr auch beide gesagt habt und das auch, worauf ich eingegangen bin, spiegelt, glaube ich, genau das wider. Ich glaube, dass eben der neoliberale Kapitalismus genau das untergräbt. Es wurde auch die Frage der Entfremdung angesprochen. Das hängt auf jeden Fall alles zusammen. Funktionieren tut dieses Wirtschaftssystem natürlich am besten, wenn jene das Sagen haben, die davon profitieren. Das sind, haben wir auch schon festgestellt, in dem Fall die Männer. Natürlich gibt es jetzt diverseste Strategien, um an etwas festzuhalten, was man ungern aufgeben möchte. Und ja, das glaube ich durchaus und fand das auch sehr spannend, das im Zusammenhang mit der Kulturindustrie grundsätzlich zu sehen. Sexismus ist jedenfalls, glaube ich, eine der Strategien. Auch Männlichkeitsentwürfe, auch das hast du schon erwähnt, und Weiblichkeitsentwürfe tragen ja dazu bei, dass genau diese Struktur aufrechterhalten wird. Auch Heteronormativität, um das vielleicht noch mitzunehmen, ist, glaube ich, genauso ein Faktor, an dem bewusst festgehalten wird, weil es natürlich die Gesellschaft in einem bestimmten Maße organisiert und natürlich so auch absichert, dass genau diese unbezahlte Arbeit, die Köchin dann zu Hause beispielsweise, gar nicht sichtbar wird. Ja, das funktioniert ja genau sozusagen durch auch die Regelung, nämlich der Paarbeziehungen, der Familienbeziehungen und so weiter. Was jetzt die Politik machen könnte, wissen wir weitgehend, wenn es zum Beispiel um Sexismus geht. Wir wissen aber auch, wie schwierig das ist. Wenn wir in Wien eine Werbewatchgroup haben, wenn wir in Graz eine haben, wenn wir in Kärnten eine haben, die wir eigentlich nicht mehr haben, wenn wir dorthin Werbung hinschicken, jetzt auch, jetzt bin ich wieder beim Fußball, natürlich während der EM, wo ganz offensichtlich mit genau sozusagen dem Sex der Objektivierung der Frau gespielt wird, ja, schreiben Sie vielleicht eine Stellungnahme. Wir können uns via Social Media darüber empören. Tatsächlich aber passiert wenig, solange es da keine Sanktionen gibt. Und da wären wir sozusagen bei der ersten Schwierigkeit, wie will man in einem privatisierten, neoliberalen, auf Effizienz ausgelegten Kontext Sanktionen durchführen. Da wird sehr schnell dann mit der Freiheit, mit Liberalität argumentiert, das Ganze für sich selber auszugestalten und natürlich auch, was Feministinnen sehr oft hören, gerade in dem Zusammenhang mit der Prüderie. Das ist, glaube ich, im Übrigen auch so ein Faktor, der nämlich dazu beitragen soll, wie sich Frauen zu verhalten haben und wie sich das dann eben auf die Gesellschaftsstruktur auswirkt. Und ja, zu deiner zweiten Frage, Primat der Lehrkassen, gibt es grundsätzlich, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Ich habe vorher schon die Hypo erwähnt. Wir wissen, dass das
Militär und die Blasmusik genug Ressourcen zur Verfügung haben, aber dass in Niederösterreich die Kindergärten schon um 12 Uhr schließen, was sich dann wieder auswirkt auf die Arbeitszeiten von Frauen. Also das hängt natürlich alles zusammen und ich glaube, dass genau diese Faktoren wir uns genauer anschauen müssen, weil sie ja genau diese Herrschafts- und Machtverhältnisse aufrechterhalten. Und deswegen glaube ich, gibt es ja so viel Widerstand, wenn wir daran rütteln, ja, wenn wir uns gegen sexistische Werbung aussprechen, wenn wir Kinderbetreuungsplätze einfordern oder was auch immer es ist, was genau diese vorherrschende Struktur zum Wackeln bringen könnte. Wir haben festgestellt, dass BIP hat, es gibt Umkehrweise, es gibt klare Berechnungsschemen für das BIP, das Bruttoinlandsprodukt. Wunderbar ist fürs das Bruttoinlandsprodukt, wenn Katastrophen passieren, Häuser einstürzen, muss man neue bauen, wenn die Leute fest leiden, lang im Spital liegen, ist auch hervorragend. Wenn sie nicht zu Hause kochen, obschon sie sogar die Produktionsmittel da zu Hause hätten, sondern weggehen und woanders essen, dann haben wir gehört, es gibt in Bhutan dieses System des allgemeinen Glücks, in Schleswig-Holstein etwas anders definiert. Kann man aus Sicht der Wissenschaft das BIP neu definieren? Ja, natürlich kann man das neu definieren, weil es ist eine Konvention. Das BIP ist sozusagen nichts anderes als eine Konvention. Also es ist ja eigentlich eine ganz einfache Sache. Es gibt ja auch durchaus anhaltende Diskussionen diesbezüglich. Also ich verweise einfach nur auf die Stabilitätskommission im Jahr 2009, wo unter UN oder auf UN-Initiative hin einige wichtige Ökonomen sich grundlegend mit der Fragwürdigkeit des Bruttoinlandsprodukts als Wohlstandsindikator auseinandergesetzt haben. Ja, ich denke, es wurden ja schon die wesentlichen Ausblendungen, die mit dem BIP verbunden sind, genannt. Ich fasse vielleicht nur zusammen. Es ist die Verteilungskomponente, die überhaupt nicht präsent ist im Bruttoinlandsprodukt. Es ist die Frage der ökologischen Zerstörung nicht erfasst. Es sind sozusagen Formen der Subsistenzproduktion, der haushaltsbezogenen Produktion, der informellen Produktion nicht erfasst. Ich würde sagen, das sind die drei zentralen Defizite, wenn Sie so wollen, des Bruttoinlandsprodukts. Man muss auch wissen, dass manche Staaten, wie zum Beispiel China, immerhin heuer wohl nicht mehr die zweitgrößte, sondern die größte Volkswirtschaft der Welt, in ihren Bruttoinlandsprodukte Dienstleistungen nicht ausweisen. Also das ist nur Industrieproduktion. Also es ist nicht immer in dem Sinn tatsächlich weltweit standardisiert. Also es gibt viele Fragezeichen im Kontext von Bruttoinlandsprodukt und es ist in dem Sinn tatsächlich, würde ich mal sagen, ein absoluter Fetisch und ich würde in diesem Zusammenhang sehr für Postwachstumsmodelle plädieren. Zur Frage, wie weit oder ob das Bruttoinlandsprodukt durch einen Indikator des Glücks oder ähnliches ersetzt werden soll, da bin ich sehr skeptisch. Also ich bin keine Freundin, wenn Sie so wollen, eines Glückswohlstandsmaßes, weil das wiederum ein höchst subjektives Maß ist. Also es ist nicht objektivierbar, wie glücklich ich bin und es ist nicht vergleichbar in dem Sinn, ist mein Glück größer als dein Glück. Also wie sollten wir das in dem Sinn einschätzen? Es ist nicht einmal wirklich abzufragen aus meiner Sicht, weil es ist eine Frage der Selbsteinschätzung. Vielleicht bin ich in Wirklichkeit viel glücklicher als jemand anderes, aber sehe das halt in einem anderen Zusammenhang. Ja. Also ich finde Glück überaus problematisch und plädiere ganz stark dagegen, weil es nicht objektivierbar ist und nicht über sozusagen die materielle Verteilung von Ressourcen völlig unangetastet ist. Was mir jetzt aufgefallen ist, immer wieder kam das, dass ein wesentlicher
wesentlicher Faktor dieser männlichen Dominanz im Wirtschaftssystem darin besteht, dass die Männer einfach in den Führungspositionen sitzen. Und die Frage an die Vertreterin der Lohnabhängigkeit tätigen. Wie bringen wir die Frauen in diese Führungspositionen? Ich glaube, die Führungspositionen müssen sich auch ändern. Das ist sozusagen sicher mal ein ganz wichtiger Schlüssel, weil wenn die Norm ist, in hohem Ausmaß, also viele Überstunden, viel Zeit fürs Netzwerken, viel Zeit für Sitzungen, also Rahmenbedingungen, die es für Frauen oft auch nicht attraktiv machen, dann wird es so nicht gelingen. Ja. Und wobei es selbst so ist, also ich würde auch sagen, also es gibt ja auch, also es gibt ja jetzt auch die Frauen, die in Führungsposition gehen würden, aber sozusagen sie werden einfach irgendwann in der Karriereleiter, irgendwann ist es aus. Ja, und da gibt es dann einfach Mechanismen, wo man halt Frauen signalisiert, dass sie nicht in der ersten Reihe gewünscht werden. Da werden alle möglichen Argumente herangezogen und ich meine, ja, da kann man sich so den Kampf geben, Verfahren führen. Ob das immer so zufriedenstellend ist, glaube ich nicht. Also da braucht es einfach auch ein anderes Verständnis, Frauen in Führungspositionen überhaupt bringen zu wollen. Ja, und also sozusagen das, was natürlich und was wir als Arbeiterkammer natürlich immer sagen, ist auch, es braucht Quoten, wir stehen da natürlich dazu, dass es verpflichtende Rahmenbedingungen braucht, so wie man überhaupt mehr Strategien braucht für Gleichstellung in der Arbeitswelt, sei es Auftragsvergabe koppeln an Gleichstellung, also man braucht einfach auch etwas anderes wie das Gleichbehandlungsrecht, wie wir das derzeit haben, weil jetzt kann es das Individuum auskämpfen und sozusagen bleibt dann mit dem Verfahren und möglicherweise nicht mehr mit dem positiven Ausgang auf der Strecke. Herr Druck, hast du dazu? Ja, ich hätte zu den Führungspositionen noch was zu ergänzen. Also ich denke, dass wir uns einfach vor Augen führen müssen, wie das Recruiting für Führungspositionen funktioniert, dass hier einfach, das ist allgemein bekannt, nehme ich wohl an, aber trotzdem, dass Netzwerke hier eine ganz große Rolle spielen, dass selbst dort, wo Diskriminierung in dem Sinn nicht intendiert ist, dass einfach nach Ähnlichkeit rekrutiert wird, dass Ähnlichkeit ein ganz zentraler Faktor ist, dass das, was als Qualifikation wahrgenommen wird, bei aller Objektivierung oder Pseudo-Objektivierung von Qualifikation und Auswahlkriterien, dass das sehr, sehr geschlechtsspezifisch auch konnotiert ist und dass das natürlich dann letztlich als Praxis diskriminierende Wirkung hat oder eben eine Herrschaftstechnik darstellt, ganz einfach gesagt. Auf den Punkt gebracht. Und ich würde über die Frage nach der Quotierung von Führungspositionen gerne hinausgehen und würde überhaupt Berufsfelder gerne geschlechtsneutral, unter Anführungszeichen, also eine Geschlechterquote für alle Berufsfelder auf allen Ebenen, das wäre mein Vorschlag. Mhm.